Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 Goldgräber. Schön, dass du wieder dabei bist. So, hier ist diese ganze Geschichte jetzt wieder ausgegangen. Da muss man wieder reinklettern. Da gab es übrigens eine Mod, die habt ihr mir empfohlen, die ich mir mal anschauen sollte. Das werde ich dann noch tun. Und ich habe das Förderband gekauft. Ich habe hier nochmal... Ja, ein bisschen Gold ist noch drin, aber ich weiß jetzt nicht, warum das so langsam vonstatten geht. Oder hat er einfach nur nicht aufgeladen? Das könnte ja auch sein. Bin nebenbei auch immer wieder am Schaufeln, während ich darauf warte, dass die Fahrzeuge hier in ihre Position fahren. Das hier geht ja jetzt auch automatisch. Jetzt gucken wir mal, ob er auch da hinten automatisch rumkommt. Das hat man jetzt neu gemacht. Und er fährt. Und fährt. Und fährt. Erz haben wir auch nochmal bekommen. Und 4000. Was ist denn der Kohle? Was ist denn der Beton? Welches ist es denn? Das war Stahl, ne? Was steht da? Das ist Zement, das ist Beton. Dann wäre das ja gerade voll der geile Preis. Warte mal, dann schaufeln wir aber nochmal hier, bis das Förderband da ist. Dann helfen wir nochmal ein bisschen mit. Oh, der Sand ist eh alle. So viel zu dem Plan. Da du holst tolle Pläne. Jo, das hier geht dann immer so parallel so ein bisschen weiter. Wir warten jetzt gerade drauf, dass der John Deere mit dem neuen Förderband dann auch da oben ankommt. Dann können wir noch den Kies verladen, ein bisschen Zement verladen. Und ich hoffe, dass wir dann so ungefähr so circa irgendwie mit Steine verkaufen, allem drum und dran, in die Reichweite des Radladers kommen. Hätte aber auch sonst gesagt, dass wir den hier dann auch umparken. Mal gucken, wo wir den dann einsetzen. Weil wenn hier der Große unterwegs ist. Das Problem ist, wir wollten ja auch noch den Schwerlasttransport machen. Das heißt, wenn das Geld am Ende dieser Folge nicht reichen sollte für den Radlader, dann bauen wir auf jeden Fall schon mal den Schwertransport zusammen, damit wir am Anfang der nächsten Staffel mit dem Schwertransport den Radlader hier hochfahren können. Weil den Radlader über die Map fahren zu lassen, das ist unstylisch. Der würde ja jeden Vorgarten, jedes Haus, jeden Balkon mitnehmen. Das würde ein nicht so großer Radlader mit mir als Fahrer selbstverständlich auch. Aber ne, um eure Witze da schon mal vorwegzunehmen, ich kenne euch ja. So. So, sehr gut. Kann man den eigentlich noch weiter drehen hier? Schauen wir mal. Der Vorteil bei dem Volvo ist natürlich, der ist sehr, sehr schnell. Wieso fährt der jetzt wieder außen rum? Oder kam der jetzt von... Hä? Ich bin verwirrt. Da war auch wieder Diesel voll. Da müssen wir nur aufpassen, dass der jetzt beim nächsten Mal Diesel voll machen auch nochmal die Goldschmelze anfährt, weil sonst haben wir da ein Problem. Diesel, Goldschmelze. Da kommt unser Förderband angefahren. Ja, der fährt jetzt auch hier einen der neu eingefahrenen Wege, weil es wahrscheinlich einfach kürzer ist, ne? Sehr gut. Oh, es juckt mich an den Fingern, ne? Das war das mit der Kohle hier und dann den Stahl und wir haben das schon vorbereitet und überhaupt und... Ja. Hier läuft es auch immer weiter. Ah, ein bisschen Sand war hier noch, okay.
Ja, der liefert jetzt das Ganze bei der Goldwaschanlage ab. Nicht, dass wir da auch aufs Trockene laufen. Jede Menge Sachen, die hier laufen, um zu tun. Also das ist ja das, was ich in diesem Projekt so mag. Ne? Es ist immer Gewusel, es ist immer was los. Und wir warten jetzt drauf, dass hier die Klamotten ankommen. Wir könnten natürlich das Förderband umparken, ne? Aber hey. So, 22.000. Das dauert noch. Dann laden wir halt noch eine Runde. Na? So. Ja, hat er wieder den Fehler, dass er oben hängen geblieben ist. Der lädt da gerade den Sprit ab oder ist hängen geblieben oder beides. Sehr gut. Ich glaube, das ist hängen geblieben. Wie kein Weg gefunden. Habt ihr irgendeinen Wegpunkt abgerissen? Ist das zu spitz oder zu steil oder was? Ich bin verwirrt. Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Hab ich da aus Versehen unterwegs einen Punkt weggeklickt oder wie? Jetzt geht's. Das ist aber sehr merkwürdig. Okay. Das hier haben wir uns ja auch schon gedacht. Aber gut, wenn wir da ab und zu einmal helfen müssen, das ist ja jetzt auch nicht so wild. Stopp! Ach, was ein Chaos. Gut, also Zementherstellung, dann machen wir das jetzt auch noch eben fertig. Und dann würde ich sagen, haben wir ja Zementverkauf plus das andere Zeug alles. Das sollte ja dann recht zügig vonstatten gehen. So. Hier müssen wir noch ein bisschen weiter raus irgendwie. Wobei das Ding schon eine ganz schöne Reichweite hat, ne? Das haben wir auch schon festgestellt. Machen wir es mal so.
Und dann fahren wir am besten mit dem Wagen direkt hier drunter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Steine muss der laden, Mensch! Fangen wir halt zum Steinehaufen. So, ich trinke mal gerade einen Schluck. Wenn es mal wieder länger dauert, außerdem ist mein Kaffee leer, ne? Erst war er kalt. Jetzt ist er auch noch leer. Es ist ein Drama. Suche Mod mit schnellerem Antrieb für Förderband. Könnten das da eigentlich abkürzen? Dass sie dann von da direkt hier durchfahren kann und dann laden. Ich weiß nur nicht, ob der... Ja, müsste eigentlich gehen. So! Sieht ein bisschen komisch aus, aber der Mensch freut sich. Da kommt die nächste Stein angefahren. Wobei... So schön ist das nicht, wenn man hier diesen Grünstreifen muss. Aber andererseits weiß ich gar nicht, wofür der da sein soll. Dann machen wir es so. Und dann sagen wir hier, Steine, und dann kommen wir, von hier angefahren, wenn wir denn wollen. Fahren darüber. Und dann müssen wir jetzt sehen, dass wir hier einen schönen Steine... Aufladepunkt haben. Und das Ganze müssen wir auch mal irgendwie logisch aufbauen. Das ist alles irgendwie noch nicht so Sand. Steine laden Nord. Man könnte es zum Beispiel alternierend machen, ne? Dass wir diese beiden Sachen in eine Gruppe packen und dann immer abwechselnd dann das beladen wird. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. So. Hier ist auch irgendwas falsch gelaufen. So, okay. War der hier auch falsch? Nee, hier ist er richtig. Gut, das heißt, dann hätten wir nochmal wirklich eine schöne Ladung Zement, die wir hier nochmal verkaufen könnten. Steine laufen auch weiter. Ja, und der große Kauf. Sekunde, wir gehen mal kurz einmal gucken. Das ist eigentlich ein ganz guter Preis, ne, für ein Zementzeug.
Dann schauen wir mal. Wie hoch, frage ich dich, wie hoch war die Chance, dass genau das hier jetzt passiert? Null? So, jetzt nochmal. Na. Okay, muss der echt da drunter stehen? Ich dachte, der würde den Triggerpunkt erkennen und dann halten. Okay, dann einfach nochmal. Der rutscht da weg. So. Ja, das heißt, das haben wir auch automatisiert. Aber ihr seht schon, wir kommen leider nicht in die Reichweite des eigentlichen Zieles für diese Staffel. Das heißt, dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Spezialtransport. Und dafür brauchen wir aber auch Spezialtransportteile. Ich weiß gar nicht, wo ich die hingepackt habe. Ich glaube, hier irgendwo. Da hätten wir nämlich dann zum einen... zum einen hier den Mega-Trailer. Ne, wo die Fahrzeuge dann drauf müssen. Das müssen wir uns nochmal angucken. Und dann den hier und die Brücke. Ich meine, die gehören zusammen. Also der hier. Und dann da der Trailer drauf. Und die Brücke. Wo das Ding dann einrastet. Ja, und wie immer, ne? Ihr werdet belohnt, wenn ihr die ganze Zeit dran bleibt. Das heißt, ich muss ja jetzt eh noch mal ein bisschen laden. 15 Tonnen Gewicht. Das heißt, wir bauen den zusammen und dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Transportfahrzeug. Wenn wir demnächst die mega schweren Maschinen kaufen werden und transportieren müssen. Aber den bauen wir auf jeden Fall schon mal zusammen. Ich belohne ja immer die, die bis ganz zum Ende dranbleiben. Ach du dicke Männer. Oversize Load, ja, das Problem kenne ich. Ja, das ist ja echt gewaltig. Wie soll ich denn das hier rauskriegen? Warte mal. Oh, ach schade, das geht nicht, okay. Wie komme ich hier rein? Tja, Leute, was soll ich sagen? Ereignisse werfen ihr Schatten voraus. In der nächsten Staffel, wenn ich dann nochmal ein bisschen geschaufelt habe und wir werden noch Zement verkaufen und so und nochmal eine Goldpalette oder zwei. Da geht's hiermit weiter mit. Mit einem Schwertransport von neuen Maschinen demnächst. Ich wollte nur mal gucken, ob wir das überhaupt zusammengebaut kriegen hier. Aber der muss den jetzt irgendwie hier... Naja, der ist zu weit, der muss rum hier, ne? Und vor allem muss der dann auch vorher wieder ab, damit wir den wieder zusammenbauen können. So ganz wichtig auch... Ah, Rundumgleich hat er gar nicht. Oh Mann, ey. Aber Kraft hat er.
So. Autsch. Kann ich hier irgendwas runter oder rauf? Oh, oh, oh. Ah, da ist die Rundumleuchte. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ihr wisst jetzt, was demnächst passieren wird hier in diesem Projekt. Ich glaube, man kann es jetzt langsam erkennen, in welche Richtung das geht. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich so sehr wie ihr wahrscheinlich auf die nächste Staffel. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Und ich werde noch ein schönes Clickbait-Thumbnail machen. Ach, ist das herrlich. Das ist natürlich hier vorher dieses Ding hier ausmachen. Ich freue mich. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und danke für eure Unterstützung auf Garderobe Plus.